Moin, moin, meine lieben Call of Duty-Freunde, was geht da ab? Hier ist wieder Snow White zu einer Runde Call of Duty Advanced Warfare. Jo, der Teil ist ja jetzt knapp über eine Woche draußen. Doch ziemlich geil eigentlich. Ich kann erstmal schon mal alle beruhigen, hat überhaupt nichts mit Ghost zu tun. Also, das ist schon mal steiler Fortschritt nach vorne. Jo, würde ich sagen, ich wollte jetzt erstmal kurz ein bisschen hier die Menüführung erklären. Was ist so ein bisschen neu, was ist anders, was kann man überhaupt machen? Und dann schauen wir uns mal eine gepflegte Runde rein an. Jo. Ich denke mal, über die Game-Geschichte, dass ich mir halt meinen Spielmodus aussuchen kann. Dementsprechend ist, denke ich mal, fast selbsterklärend, kennt jeder die unterschiedlichen Spielmodi, brauche ich jetzt wohl nicht mehr direkt zu erläutern. Ja. Hier die ganzen Klassen. Ich habe ganz genau 10 an der Anzahl, kann ich halt meine unterschiedlichsten Waffen hier zusammen dengeln. Ist, denke ich mal, eigentlich auch schon fast selbsterklärend, jetzt hier die ganzen einzelnen Killstreaks genauer zu erläutern, denke ich mal. Das sprengt hier, glaube ich, etwas den Rahmen, aber hier könnt ihr ja halt die ganzen Sachen dementsprechend halt einstellen. Auch euer Exoskelett gibt halt 8 Stück an der Anzahl. Jedes hat davon so eigene Special-Fähigkeiten. Ja. Denke ich mal, ist das Ding hier wohl ein aktiver Selbstläufer. Ja, Operator, sprich der Einsatzleiter, darüber läuft schon eine ganze Ecke mehr. Hierüber kann ich im Prinzip meinen Charakter selber irgendwie von der Optik halt zusammenstellen. Darüber findet ihr unglaublich viel. Hier zum Beispiel die Sonnenbrille-Geschichte. Braucht ihr halt nur rübergehen, braucht ihr noch nicht mal bestätigen. Die Sachen findet ihr aber alle, genauso wie diese Helme. Bei den Helmen gibt es eine kleine Besonderheit, da gibt es einige, die verschwinden nach einer halben, dreiviertel Stunde oder so wieder. Ja, genauso wie er hier zum Beispiel, der Helm ist eigentlich ganz cool. Der verschwindet aber auch dann irgendwann wieder. Ja, ne, denke mal hier die Kleidung ist, denke ich mal auch, alles so ein bisschen selbsterklärend, reine Optikgeschichte. Das verschärft euch nun wirklich kein Vor- oder Nachteil in der Hinsicht, ne. Genauso wie bei den Exoskeletten, da findet ihr auch unglaublich viele, wie zum Beispiel das Goldene, das sieht eigentlich ganz nice aus. Aber das ist reine Optik. Ja, denke ich mal, davon könnt ihr halt 4 Stück zum Beispiel speichern, Männlein, Weiblein, alles dabei. So. Dann kommen wir gleich mal zu Playcard, sprich zur COD-Spielerkarte. Da könnt ihr halt auch euer eigenes Emblem komplett selber entwerfen. Könnt ihr sonst natürlich auch über das App machen, was es gratis zum Runterladen gibt. Loggt euch einfach ein, da könnt ihr halt euer eigenes Ding zusammen dengeln. Ja, jetzt kommen wir mal direkt zu der Spielerkarte. Das hier sind die generellen halt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den coolen Totenkopf mehr oder weniger ausgewählt. Das sieht schon ganz cool aus und da könnt ihr halt eine Million Dinger noch vorm freischalten. Also das ist echt krass, was sie da alles reingedengelt haben. Da gibt es erstmal so kein Ende, ne? Ja, sonst halt euer Clan-Tag könnt ihr halt auch ausblenden oder halt eingeblendet lassen, ne? Wenn ihr es halt ausgeblendet lasst, dann sieht das wiederum, steht das in der Hinsicht nirgendwo. Jo, Challenges, denke ich mal, auch hier diesbezüglich könnt ihr halt die ganzen Aufgaben hier machen. Auch da gibt es wieder keine Grenzen, die diesbezüglich gesetzt sind. Und schaltet zum Schluss irgendwelche coolen Sachen halt frei, wie in diesem Fall halt Kopfbedeckung, halt ein Barett. Da könnt ihr wirklich, da hat man erstmal, denke ich mal, reichlich zu tun, ne? Combat Records, das sind halt eure eigenen Geschichten halt hier, ne? Was ist eure beste Waffe, mit welchen Geschichten seid ihr halt obercool. Das wird dann halt hier wirklich alles gelistet. Jo. Auch halt eure Karriere, ne? Hab jetzt bisher hier irgendwo 27 Stunden gezockt. Das ist schon mal was, ne? Jo. Denke ich mal, Ranked Play, das sind halt die ganzen Sachen, dass man halt, ihr könnt halt auch gewertete Spiele machen, da werdet ihr halt in Divisionen reingeschmissen. Wenn jetzt halt, man fängt halt grundsätzlich in der Bronze-Division halt an, das ist meines Wissens nach die 7. Division. Und ihr arbeitet euch da halt langsam voran. Ja, Leaderboards, denke ich mal, dementsprechend könnt ihr halt alle möglichen Statistiken aufrufen.
wer ist hier der coolste Macker auf dem Hof, ne? Das sind dann halt die ganzen Leader-Geschichten, Leaderboard-Dinger, ne? Ja, Clan-Geschichten, wenn ihr halt in einem drinne seid, könnt ihr halt hier alles Mögliche halt aufrufen diesbezüglich. Ja, denke ich mal, hier dementsprechend halt auch eure Leute dann einladen, abrufen, etc. Und halt hier zum Beispiel auch den Namen verändern oder halt auch nicht. Was ganz cool ist, was ich nochmal schnell zeigen kann, dass man halt hier auch noch, auch wenn ich es nicht freigeschaltet habe oder der Clan bisher nicht freigeschaltet hat, unten nochmal andere Hintergrundbilder. Ja, denke ich mal, das ist selbsterklärend. Prestige. Wenn ihr denn dann Level 50 halt seid, könnt ihr halt hier Prestige halt freischalten. Und dementsprechend wird halt alles hier zurückgesetzt. Dafür dürft ihr euch aber ein Gegenstand, eine Waffe, ein Killstreak, was weiß ich, dementsprechend halt selber aussuchen. Und dann bleibt er dauerhaft freigeschaltet. Gibt, glaube ich, meistens nach 15, 16 Prestige-Klassen. Also da hat man erstmal ordentlich was zu tun. Ne? Ist ja auch wirklich nur just for fun. Also daher. Ja, COD-Account braucht ihr für einen, wenn ihr in einen Clan reinkommen wollt. Das wäre dann der richtige Button für euch. Dann erstellt ihr den da schnell, dauert 2-3 Minütchen und dann kann man euch auch einladen. Vorher ist das nicht möglich. Ja, Armory, sprich die Waffenkammer. Geile Sache, daher, dass man ja die Sachen hier alle immer alle paar Runden, was weiß ich, oder jedes zweite, dritte Level kriegt ihr spontan ja sonst auch Kisten. Und in diesen Kisten sind halt Waffen, Gegenstände, was die Optik halt angeht, etc. Koko. Und die Dinger könnt ihr halt hier zum Teil auch verhökern. Und dafür kriegt ihr dann als nächstes halt XP, damit ihr halt schneller aufsteigen könnt. Können wir uns hier mal angucken. Für das Ding würde ich, wenn ich es reinhauen würde, jetzt 500 XP bekommen. Boah, oder ich spiele halt mal kurz ein, zwei Minütchen, dann habe ich halt auch 500 Punkte, ne? Also, es ist aber jetzt nur Just for Fun Sache, ne? Ja, da gibt's halt. Es boostet euch halt so zum Teil ein bisschen, ne? Ihr kriegt auch ganz schnell Sachen doppelt, also dann kloppt die auch einfach mal weg, ne? Ist eine ganz coole Sache. Ja, private Matches ist, denke ich mal, klar, dass ihr den Kram hier halt selber einstellen könnt. Ja. Da könnt ihr halt euren Kram dann selber einstellen und rumfuchteln, ne? Ja, Store ist, denke ich mal, auch selbsterklärend. Momentan ist da ja nur der Season Pass selber mit drinne. Ja, was der halt von sich her halten lässt, das gucken wir uns dementsprechend dann halt an. Bin sonst bisher, was die ganze Menüführung angeht, eigentlich alles vom Ablauf her selbsterklärend. Was den Singleplayer jetzt des Spiels angeht, was von COD, gehe ich jetzt selber nicht drauf ein. Wir ziehen uns das gleich erstmal eine schöne, gepflegte Runde COD AW im Multiplayer rein. Schließlich lebt davon das Spiel auch. Und dann würde ich sagen, bis gleich, ihr Muschis. Euer Snow White. So, eine Runde COD im Multiplayer. Was soll man da großartig zu sagen? Dieses Springen hin und her. Das ist wirklich so eine Sache. Ich versuche das jetzt gleich mal alles so mit Quatschen und halbwegs gut zocken irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Ja, aber am Anfang, wie man es kennt, sucht man sich halt seine Waffe aus. Jo, und die Runden gehen im Schnitt immer 10 Minuten maximal. In dem Fall hab ich jetzt mal den Modus Domination ausgewählt, sprich Herrschaft. Jo, da müssen wir halt einfach nur die drei Flaggen erobern, aber ich denke mal, das kennt ja jeder halbwegs. Jo, dann schauen wir jetzt gleich mal. Oh, hier haben wir schon mal einen schönen System-Hack. Der ist nicht schön, dagegen kann man sich zum Beispiel auch halbwegs schützen. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, springen sonst einfach mit X hüpft ihr halt ganz normal. Wenn ihr halt zum Beispiel zweimal hochspringt und dann den linken Stick halt reindrückt, dann geht ihr auch schneller wieder runter. Damit seid ihr eigentlich recht fix dann unterwegs. Oh, und sonst geht's sehr schnell eigentlich von der Hand. Durch dieses ganze Gehüpfe und Gespringe seid ihr nochmal eine ganze Ecke schneller unterwegs. COD ist dadurch auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke schneller geworden. Wenn ihr darauf überhaupt gar keinen Bock habt und ihr sagt, am Arsch, Digga, diese scheiß Exoskelett-Nummer ist überhaupt nicht mein Ding, dann würde ich sagen, könnt ihr den klassischen Modus auch auswählen, dann fallen die gesamten Exoskelette halt raus. Jo, sonst, nach einer kleinen Eingewöhnungsphase habt ihr das aber halbwegs recht schnell drauf. Das ist eigentlich jetzt nicht so euer Problem.
mit den ganzen Gehüpfe, das geht eigentlich recht schnell. Was dann eigentlich wirklich später, wie üblich, euer Problem ist, sind halt wirklich die ganzen Geschichten, eure Killstreaks vernünftig zusammenzubekommen, dass das halt dementsprechend gut läuft. Ja, die Urne ist voll für den Arsch, Digga. Ey Gott, was soll's, ne? Ja, aber sonst gibt's da eigentlich auch gar nicht so viel weiter zu erwähnen. Das Gehüpf und Gespringe, ja, geht wohl, ne? Sonst über R1 halt mit den Handgranaten, da gibt's halt auch und recht viele unterschiedliche Geschichten. Über L1 auf der PlayStation 4 hingegen zumindest aktiviert ihr halt euren Exos-Boost. Da will der campen, Alter. Und oh, dann schauen wir uns jetzt gleich mal an. Ich habe jetzt halt gerade rechts, wie man sieht, dieses Gelbe, was da aufblinkt, ist sonst eine Kapsel. Die können wir mal runterschicken und mal schauen. Hoffentlich klaut die mir keiner. Und jetzt fällt die gleich runter vom Boden. Zack, Digga. Die kann einen auch übrigens erschlagen. Kacke. Und das können mir das Ding halt natürlich auch klauen. Das ist natürlich auch möglich, ne? Wie in diesem Fall. Hier, der Laserstrahl ist zum Beispiel auch so eine coole Sache. Alter, what the fuck? Den könnt ihr dann dementsprechend halt auch selber dann halt auch steuern. Mal schauen, da lief doch gerade einer lang, Digga. Da will er wieder campen, ey. Und, ja. Also, Killstreaks haben die sich halt auch hier jeden Scheiß so einfallen lassen. Gibt halt jeden Müll. Und, ja, jetzt ist die Runde ja auch gleich wieder in 2 Minuten vorbei. Außer die erreichen halt vorher bei Domination die 200 Punkte. Und, komm mal, klar, Digga. Und jetzt habe ich hier auch gerade meine Drohne freigeschaltet. Damit wird die ganze Zeit, ach, komm, Digga. Überall aufgeklärt, wo die Leute sich halt hin und her bewegen. Für einen gewissen Zeitraum. Jo. Und sonst immer schön hin und her hüpfen. Damit könnt ihr schon mal nicht viel verkehrt machen. Und ja, sonst noch als kleinen Tipp, was den Multiplayer angeht. Ihr habt Munition, ist ja äußerst rar. Wenn ihr den Plünderer in euren Perks drin habt, dann klaut ihr den anderen, wenn die halt tot sind, und ihr einfach über Leichen rüberlauft. Einfach dann die Munition. Damit geht dann schon mal so einiges, ne? Jo. Aber sonst sind hier schon einige Freaks richtig schön am Start. Da geht schon was. Ach komm, Digga. Von hinten, ey. Was ein Pimmel. Oh. Naja, was willst du machen? Jo. Und das ganze Hin- und Hergehüpfe. Zack. Messern gibt es sonst auch nochmal extra. Was ihr sonst standardgemäß halt überall drin habt. Ah, fuck. Komm mal klar. Oh, komm. Was? könnt ihr sonst noch mal extra als Sekundärwaffe halt eure Pistole halt weggeben oder halt solche Geschichten? Dafür habt ihr ja noch mal extra Messer. Damit ist er danach auf jeden Fall sofort beim ersten Schlag tot. Was ihr sonst halt extra in der Hinsicht nicht auswählt, dieses Schlagen hier im Prinzip, damit muss er nicht sofort tot sein. Also ist auch ein bisschen tricky teilweise. Tja. Haben wir wenigstens mal kurz im Multiplayer reingeguckt. War jetzt, glaube ich, nicht ganz so meine Runde. Hauptsache, ich war jetzt nicht der letzte Kill. Hoffe ich zumindest. Jo, bin ich auf jeden Fall schon mal nicht. Ja, die Maps sind alle sonst echt gut geraten. Kann ich echt nur weiterempfehlen. Hat was. Ziemlich nice. Ja, naja, 8 zu 8, eine 1, 1-0er KD geht wohl klar. Ja, und sonst natürlich am Ende jeder Runde könnt ihr sonst natürlich gleich auch wieder für die neue Runde dann eure Maps halt voten. Hier seht ihr es, Prestige 2. Bis 50 Gehzeit und jetzt könnt ihr halt den Kram hier wieder voten. Da, jo, nö. Ich denke mal, dazu haben wir jetzt alles gesagt. Und jo, hoffe, das kleine Let's Play Preview, Review in der Hinsicht hat euch so ein bisschen gefallen, einen kleinen Einblick zumindest verschafft. Habt ihr sonst irgendwelche Wünsche, Träume, Ideen in dieser Hinsicht? Dann würde ich doch sagen, haltet euch fruchtig und einen dicken Kuss. Schönen Gruß von Snow White.